Herzlich willkommen zum neuen Video. Es geht ums Vertikalangeln. Eigentlich sollte das hier ein Ansitztrip werden. In letzter Zeit nehme ich aber auch immer ganz gerne mein Vertikalzeug mit. Und siehe da, kurz bevor wir eigentlich zu einem neuen Gewässer rufen wollten, wegen dem Ansitzangeln, haben wir gesagt, komm mal, lass uns einmal noch mal kurz runtertreiben. Und ja, es hat keine 3 Minuten gedauert, schon hatten wir den ersten Fisch am Band. Deshalb bin ich auch hier so ein bisschen dreckig und das Zeug. Und ihr seht ja, wie es hier aussieht. Und jetzt habe ich gesagt, weißt du was, zu meinem Kameramann, der liebe Rofi, der hier gerade das Werkzeug bedient, das Kamerawerkzeug. Wir lassen jetzt mal das Ansitzangeln beiseite und gehen vertikal. Wir gucken einfach mal, wie es hier aussieht. Es ist kein typischer Vertikalfluss, eher flacher. Es gibt aber diverse Rinnen. Wir haben gerade etwas höheres Wasser, sehr viel Dreck im Wasser. Nur 10 Grad Wassertemperatur. In den letzten 2 Wochen ist die Wassertemperatur rapide nach unten gesackt, von 16 zu 10. Aber den Vertical Jig, den wollten sie. Wie sieht mein Setup aus? Die Belly Stick, das ist noch ein altes Muster mit einem längeren Griff, aber ich komme damit ganz gut zurecht. Warum soll ich denn die Muster nicht angeln? Dann eine 40er Halkline, reicht in den meisten Fällen aus. Die VR5, unsere neue Vertikalrolle, kleine Multirolle, die man sehr gut hier halten kann. Ich mag es halt, weil man ganz einfach die Schnur freigeben kann, einfach Hebel runterdrücken. Ich habe jetzt noch die Ratsche drin, ja. Und dann kann der Vertical Jig auch schon runtersausen. Ist halt ein bisschen einfacher, wie immer, das Bügel öffnen über den Hebel. Ja, ihr seht schon, zack. Sehr einfaches Angeln. Und das ist auch wichtig, wir müssen grundnah bleiben. Wir müssen den Wels grundnah zum Anbiss überreden mit diesem Nervköder, mit dem Vertical Jig. Ja. Vorfach, ja, noch komplett verschleimt vom letzten Fisch. Länge ungefähr 80 cm. Oben habe ich einen Solledring dran als Verbindung. Das heißt Halkline, dann kommt der Grinnerknoten, dann kommt Solledring. Dann kommt eine Quetschung. Ich brauche hier keinen Loopwimbel, weil man einfach beim Vertikalangeln nicht allzu viel Kraft auf das Mono ausübt. Dann kommen die 70-80 cm Mono. Auch immer schön kontrollieren, ob die nicht aufgeraut sind nach jedem Fisch. Das hier können wir auf jeden Fall noch einmal verwenden. Also 1,0 mm Mono. Dann nochmal eine Quetschung. Ja. Twistlock Snap, ganz wichtig. Nicht nur um den Köder zu wechseln, sondern auch, weil ihr so den Köder beim Jiggen niemals verliert und weil sich hier niemals irgendwas verheddern kann. Wenn ihr jetzt wisst, ihr fischt nur den Vertical Jig in der einen Größe, könnt ihr theoretisch auch direkt anquetschen. Aber ich bin eigentlich ein Freund von Snaps, weil man auch so nach dem Transport einfach den Köder abmachen kann. Warum habe ich hier so einen großen Vertical Jig von 140 Gramm? Wir haben recht viel Strömung und müssen dann einfach gucken, dass der Köder permanent unterm Boot bleibt und am besten auch im Bereich unseres Geberwinkels. So haben wir nämlich alles unter Kontrolle. Weil in der Tat, die Fische, die wir hier fangen, sehen wir auch meistens. Das heißt, wir jiggen wirklich grundnah, ja, das heißt ungefähr so in der Höhe. Wenn das hier der Grund ist, ja. Und meistens sehen wir dann die Fische, die wir aufscheuchen. Die gehen dann oftmals so minimal nach oben. Da muss ich mit meinem Köder auch nach oben gehen und sie richtig nerven. Und dann attackiere sie auch den Köder. Und ob das jetzt nochmal funktioniert, wollen wir uns gleich anschauen. Ich will jetzt gar nicht mehr allzu viel babbeln, sondern den Worten auch Taten folgen lassen und einen schönen Fisch fangen. Und ihr begleitet mich natürlich dabei. Totale Verwirbelung hier. Hier hinten ist nur einen halben Meter tief und da knallt es runter auf 10. Und es geht gleich weiter in dieser Richtung. Man sieht schon hier, wo der Schaum ist. Das Wasser ist so ein bisschen höher. Da ist die Strömungskante und da lassen wir uns lang treiben. Da sind wir nicht allzu schnell, sind aber trotzdem noch im tieferen Bereich, wo die Fische liegen. Heute Mittag haben wir sie eher, beziehungsweise heute Morgen, ich sage immer heute Mittag, heute Morgen haben wir sie eher draußen gesehen. Weiter weg in der Strömung können wir natürlich dann auch mal abdriften lassen, aber zuerst mal hier an dieser Strömungskante, wo wir eben einen Fisch gefangen haben, da soll es passen. Ja? Ich lasse den Köder jetzt einfach mal bei mir rein. Also schön einfach Bremse runter und dann kann der ab. Oh, wenn nicht, weil die Schnur so ein bisschen verheddert wäre. So, jetzt kann er schön ab. Echolot stelle ich gerne so ein, dass ich meinen Köder sehe. Wenn viele Verwirbelungen, viel Dreck im Wasser ist, funktioniert das aber nicht immer. Da sieht man nur schwarz. So, jetzt ist er unten. Ich merke das auch. Bremse so einstellen, dass er gerade so Schnur nehmen könnt. Und dann könnt ihr ja am Drill noch ein bisschen weiter forcieren, das Ganze. Ist kein ideales Boot hier jetzt, ne? Kleines Hopper, Verbrennungsmotor. Aber trotzdem funktioniert es. Man muss nicht immer mit einem großen Bassboot anlaufen, um vertikal auf Wels zu angeln.
Manchmal sind solche kleineren, unauffälligeren Boote die bessere Wahl. 6 Meter, immer das Echolot beobachten auch. Jetzt wird es wieder windig. Wind ist natürlich der Feind eines jeden Vertikalanglers. Wir müssen etwas weiter raus, glaube ich. Wenn er kompletten Kontakt verliert, rück nochmal neu einsetzen. Ein Uhr. Folgende Situation. Jetzt wird's windig. Ich hoffe, mich versteht man. Und zwar war es so, dass wir eben nach dem Ansitzangeln auf Anhieb einen Fisch gefangen haben. Richtig schön. Und da habe ich dem Rofi gesagt, weißt du was? Wir tun mal hier gerade noch ein bisschen vertikal, anstatt irgendwo das Gewässer zu wechseln zum Ansitzen. Weil hier lief es beim Ansitz nicht so. Und was ist jetzt passiert? Wir haben uns noch 2,5 Stunden abgemüht und keinen Fisch gefangen. Und jetzt stehen wir halt vor der Entscheidung, machen wir hier noch genauso weiter? Weil mit einem kleinen Motor können wir nicht großartig mehr Strecke machen. Oder schmeißen wir alles nochmal ins Auto und wechseln eventuell sogar das Gewässer. Und ich habe da noch so eine Stelle, die mich total interessiert. Ja? Ist natürlich nicht gesagt, dass wir da was fangen, aber ja, es ist einfach eine sehr markante Stelle und ich habe da ein ganz gutes Gefühl. Kann natürlich sein, dass wir genauso ablosen, aber ja. So, jetzt ist es ein. Bis wir alles im Auto haben, wäre es 2:30. Bis wir dann im anderen Gewässer wären, wäre es 4. Bis wir da an der Stelle wären, wäre es 5:00 und da wäre es dunkel. Das ist eine ganz realistische Rechnung. Das lohnt sich nicht, ne? Nicht wirklich. Ja. Nee. Deshalb machen wir hier noch ein bisschen weiter. Ich gehe noch Sprit holen und dann gucken wir, dass wir hier doch noch einen rauskitzeln. Das war ein bisschen eintönig dann, aber da muss noch einer kommen. Wir schließen das Video nicht ohne Fisch ab. Hoffe ich zumindest. Da die Jungs. Ach, die Sau. Ganz komisch. Kurz kränkt, oder? Ja, ganz irgendwie beim Oben. Ganz komisch. Ah, 2 Fehlbisse in Folge. Ganz sachte Bisse. Also nach den 2 Fehlbissen schaffe ich jetzt auch mal ein bisschen nach. Manchmal hängt es wirklich an den Haken, ja, an der Schärfe der Haken. Ich meine, es ist klar, dass die mit der Zeit ein bisschen stumpfer werden, wenn man so über Grund zieht. Deshalb ruhig mal ein bisschen nachfeilen. Also Haken sind wieder scharf. Jetzt fahren wir nochmal ganz nach oben und setzen die Drift neu an. Weil du gelacht, wenn wir heute Abend nicht noch einen Fisch fangen. Die letzte Drift des Tages steht an, danach müssen wir leider heim. Ich hoffe, es geht noch was. Bring dein Bestes, Kollege, hier. Ja? Jawohl, die letzte Drift, ich hab doch gesagt. Oh, das ist ein Hänger. Nee, ist kein Hänger. Nee, ist kein Hänger. Das ist ein richtig guter. Boah, das ist glaube ich echt ein guter. Ja, ja. Oh, fuck. Letzte Drift! Jetzt kommt. Geil. Jetzt kommt ein richtig fettes Sau. Ich bin gespannt, wo der uns hinzieht, ey. Yes,
Alter. Das ist eine Bombe. Hoffentlich sieht er uns nirgends rein hier, ey. Letzte Drift. Ganzen Tag eh nix. Außer heute Morgen direkt. Irgendwas schabt da. Hoffentlich zieht er uns in kein Holz rein. Jetzt geht er mal in die Strömung. Kann halt auch nicht mehr Druck machen, ne? 40er Schnur. Muss man wissen, wo Ende ist. Und der Fisch hat Power. Ja, der Fisch hat Power, ja. Der 1,90er heute Morgen, das war was ganz anderes. Nee. Alter. Bombe. Kommt an den Kopf. Oh, schön. Geil. Was ein powervoller Fisch, ey. Da ist er! Boah, wenn wir uns den nicht verdient haben, Profi. Aber sowas von. Wenn wir uns das Ding nicht verdient haben, dann weiß ich auch nicht. Aber geil. Kriegst du den überhaupt drauf? Ja. Gerade so, hä? Ja, vorne ein Haken im Maul, der andere oben eingehangen. Passiert halt mal, ne? Aber Hauptsache, wir haben ihn. Ja, ich würde sagen, das ist ein knapper 2 Meter Fisch, ne? Ja. Da machen wir auch gar nicht lang rum. Wir müssen gleich hochfahren.
Ich habe ja gesagt, die letzte Drift, wie geil ist denn das, ey? Und in der letzten Drift den ganzen Tag nichts, heute Morgen direkt und jetzt in der letzten Drift ein noch geilerer Fisch. Hammer Drill, ich bin mega happy. Ja, wir fahren gleich ans Ufer, versorgen Fisch, lassen sausen. Und dann müssen wir gucken, dass wir so schnell wie möglich das Zeug ins Auto bekommen, bevor es dunkel wird. Wir müssen nämlich heim. Aber das ist super geil. Also Jungs, nicht vergessen, Vertikalroute immer dabei haben, Vertical Jig dabei haben. Und wenn nichts geht, hängt da die Jigs raus und am Ball bleiben und da passiert sowas. Vielleicht. Das wünsche ich euch auf jeden Fall. Ich freue mich richtig. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ciao, euer Carsten.